Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie namens Gratis auf Steam. Ich bin Grimdor und ich schaue mir in dieser Reihe hier Spiele an, die es eben gratis auf Steam gibt, wie der Name schon sagt. Und warum mache ich das? Naja, weil ich was Neues spielen wollte und keine Lust hatte, Geld auszugeben. So einfach ist das. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach mal die ersten paar Titel angeklickt, die gerade eben so auf Steam kostenlos verfügbar waren. Also wenn man da auf dieses kostenlos Dings klickt, das da links am Rand ist im Steam Client, dann kommt es in eine ganze Liste mit aktuell veröffentlichten Titeln und das war hier einer davon. Nicht der erste, auf den ich geklickt habe, aber die ersten beiden, auf die ich geklickt habe und die ich installiert habe, haben nicht richtig funktioniert, beziehungsweise sich nicht aufnehmen lassen. Nicht ordentlich zumindest. Das hier ist das erste, das zu funktionieren scheint. Ein Horrorspiel namens Haunted Gas Station. Haunted Gas Station. Ja, so. Sieht nicht wahnsinnig professionell aus. So viel können wir schon mal sagen. Aber ich meine, ein riesiges Kaninchen ist schon mal. Ist es ein Kaninchen oder ist es ein Hase? Ich hatte selbst mal ein Kaninchen und trotzdem ist mir der Unterschied nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Für mich sehen die alle gleich aus. Aber das ist wahrscheinlich rassistisch. Press Spacebar, okay, das kriegen wir hin. Ach, Ich no habe signal. At least I stolze have a flashlight on this thing. 23 Frames im Moment. Well, maybe somebody at that gas station will have somebody that can help me out. Ja, wir sollen zur Gas Station gehen, das ist mir schon klar. Und wir haben offensichtlich ein Tier totgefahren. Oh, jetzt habe ich plötzlich 195, 222 Frames. Wow. Und wir sind wieder bei 20. Okay. Also die Framerate, die. Ja, ist etwas inkonsistent. Wieso kann ich mich jetzt hier nicht. Ich kann mich hier nicht hier rüber bewegen. Okay, das ist ein toller Start. Also ich kann tatsächlich nur auf der rechten Seite der Straße laufen. Beziehungsweise hier sogar nur auf dem Gehweg. Das Spiel lässt mir nicht die Freiheit, hier auf der Straße zu laufen. Wow. Okay, das ist ein bisschen diktatorisch. Ah, okay, da fahren tatsächlich auch Autos. Und das Spiel will offensichtlich vermeiden, dass ich mich überfahren lasse. Das hält mich für einen absoluten Vollidioten, nicht ganz unberechtigterweise. Ja, also zur Framerate sollte ich noch sagen, mein Computer ist nicht wahnsinnig gut. Deswegen spiele ich auch billige Gratisspiele, anstatt irgendwelche AAA-Titel hier für Videos zu verwenden, weil die würden nicht besonders gut funktionieren. Aber, also, ja. Und klar, ich habe auch noch das Aufnahmeprogramm im Hintergrund, das nimmt nochmal ordentlich Leistung weg. Aber trotzdem. 20 Frames, das ist. Boah. Selbst mit meinem PC ist das eine schwache Leistung. Irgendwie aus Reflex bin ich jetzt um das Auto rumgegangen, weil ich gedacht hätte, vielleicht kann man irgendwie Türen aufmachen oder so, aber natürlich kann man das nicht. Also, ist ja ein bisschen viel erwartet von diesem Spiel hier. Hello? Anyone here? Winzig kleiner Text übrigens gerade eben. Okay, Ich weiß that nicht, ob ich es radio überhaupt. has gotta get turned off. I can't even hear myself think. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir erstmal das Radio aus. Wo ist es denn? Ist das da das Radio? Okay. Das war aber nicht. Das Geräusch kam nicht von hier. Also ich habe der Hello? Kopfhörer auf. I heard the radio click off. Is someone out there? I'm over in the bathroom. Ja, also ich habe der Kopfhörer auf. Ich stand hier daneben. Das Geräusch kam von links und das Radio stand rechts. Also. Das hat schon mal nicht gepasst. Was ich gerade eben noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ihr diese winzig kleine blaue Schrift habt lesen können, als ich hier die Tür aufgemacht habe. Also das sollte man irgendwie größer machen als Entwickler und besser sichtbar in einer ordentlichen Farbe, die Yeah, nicht hey, nach so Windows I hit Paint a aussieht. deer up the road a bit. I was wondering if you could help me out. Oh, that happens a lot around here. So, I locked myself in here by mistake. I left the key around back. If you wouldn't mind getting me out of here, I'll help you out, man. Wie kann man Sure sich thing, man. I'll meet versehentlich you im right Klo back, okay? einschließen? Das Voice Acting finde ich nicht mal so wahnsinnig schlecht für so ein billiges Spiel, ehrlich gesagt. Der Typ klang tatsächlich so dämlich, wie jemand klingen sollte, der sich selbst im Klo eingeschlossen hat. Wobei ich ehrlich zugeben muss, das ist mir auch schon mal passiert, aber da war ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig betrunken. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe. Ich wusste, glaube ich, einfach nicht mehr, wie man einen Schlüssel bedient. Also ich war wirklich so betrunken. Und ein Kaninchen. Hat es nicht geheißen, hier wäre irgendwo der Schlüssel. Hat er wirklich gesagt, hier hinten? Ich habe es gerade eben gar nicht wirklich in Frage gestellt. Hat er wirklich gesagt, hier ist irgendwo der Schlüssel? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ah, tatsächlich, da. Na, na, na.
So, ja, das seht ihr nochmal, was ich gemeint habe. Also winzig kleine blaue Schrift. Das sieht nicht wirklich gut aus. Also es ist auch kein K.O.-Kriterium für dieses Spiel hier, aber das könnte man vielleicht irgendwie ein bisschen besser gestalten. Wobei ich meine, bei dem Spiel macht es jetzt auch nicht mehr viel aus. Wieso habe ich hier eine Kralle auf der linken Seite gehabt? Habt ihr das gerade gesehen? Das habe ich mir nicht eingebildet. Ja gut, Listen, man, there is something going on outside. Lassen wir den Typ mal aus dem Klo raus. Okay, der ist ziemlich tot. Der sieht aber Okay, so aus, als wäre nope, schon. back to my van. Der war aber schon lange tot, oder? Also er ist nicht gerade eben erst gestorben. Okay, dafür hat er aber noch sehr lebendig geklungen, gerade eben. Was ist mit der Beleuchtung hier los? Die Wand ist beleuchtet, aber das Klo nicht. Das Klo schluckt das Licht. Und das Waschbecken auch. Diese Wand hier schluckt das Licht. Okay. Okay. Lichtschalter kann man nicht bedienen, aber ich meine, ja. Okay, also zurück zum Van hat es geheißen. Hier ist sowieso nicht sehr viel anderes insofern. Oh, okay, das ist jetzt offensichtlich das Monster in diesem Spiel hier. Ich könnte auch da links abbiegen, aber die Figur, also der Protagonist, hat gesagt, zurück zum Van. Kommt mir das. Oh, verdammt, das kommt mir tatsächlich noch hinterher. Und jetzt? Was jetzt? Jetzt sind wir am Van? Okay, jetzt sind wir im Van. Und weiter? Das ist ein komischer Van, oder? Ich meine, ich habe nicht wahnsinnig viel erwartet, aber. Okay, er hat ein Lenkrad und ein paar Pedale, aber ansonsten ist da nichts, keine Anzeigen, nichts. Und da hinten drin ist auch nichts. Ich sollte jetzt wahrscheinlich wegen irgendwas erschrecken, aber ich sehe nichts. Ich habe wahrscheinlich gerade in die falsche Richtung geschaut. Ich habe das Geräusch gehört, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas gewesen wäre. A car. They can get me out of here. Ja, das Auto ist ja schon weg. Ach, okay, es ist vorne abgebogen, okay. Wieso hat er vorher schon gewusst, dass das Auto da vorne abbiegen und anhalten würde? Ich meine, das hat nicht so ausgesehen, als würde es anhalten wollen. Okay, wir haben jetzt echte lebende Leute. Also, naja, mehr oder weniger. Okay, das war irgendwie cool. Soll ich der Frau jetzt nachrennen? Ich nehme an, es ist gewünscht, dass ich der Frau Hey, jetzt hier hold up! nachrenne. Und da ist sie auch schon tot, aber sie sieht nicht so verwandelt aus wie die andere. Und das ist ein. Ah, okay. Alright, time to get into their car and get out of here. Okay, ich hätte da wohl nicht so lang rumstehen sollen. Ich kann nichts anklicken, mein Mauszeiger ist nicht mehr da. Ich kann nichts machen. Ich kann auf Enter drücken. Ich kann auf Escape drücken. Nee, das Spiel hat sich aufgehängt. Nein, nein, nein. Es geht nicht. Es geht nicht. Also man darf ja anscheinend wirklich nicht sterben, sondern sonst wird man aus dem Spiel rausgeworfen. Nee. Funktioniert wirklich nicht. Ich muss das jetzt irgendwie mit Alt-Tab. Da muss ich das hier zwangsbeenden und dann nochmal neu starten. Und dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu schauen, dass wir das Ganze nochmal machen. Ja, also übrigens. Ach, no signal. At least I have a flashlight on this thing. Ja, okay. Also, jetzt hör endlich mal auf zu reden, ich will was sagen. Also übrigens, das wird hier so ablaufen in dieser Reihe hier. Ich spiele einfach so lange, wie ich Bock drauf habe. Und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, und das wird bei diesem Spiel sehr bald soweit sein, dann höre ich eben auf. Also, so einfach ist das. Ich werde nicht besonders lang spielen, wahrscheinlich. Wobei es natürlich auch. Wieso? Also es kommt natürlich auch auf das Spiel an, wie lange das dauern wird. Aber ich meine, bei dem hier, ich glaube, wir haben das Grundprinzip schon verstanden. Und wir haben verstanden, dass es. Ich muss hier warten, ich kann nicht raus, solange die reden. Oh, that happens a lot around here. So, I locked myself in here by mistake. I left the key around back.
If you wouldn't mind getting me out of here. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es. Sure thing, man. I'll be right back with that key. Ah, okay, jetzt laufe ich raus. Ja, das ist natürlich sehr lästig bei dem Spiel, dass man jedes Mal von vorn starten muss, wenn man stirbt. Dass man dann solche Sachen nicht überspringen kann, sondern sich das jedes Mal neu anhören muss. Das ist ein K.O.-Kriterium, anders als diese kleine Schrift hier. Aber ich will das nicht ein drittes Mal machen. Also wenn wir jetzt dann sterben das nächste Mal, dann bin ich hier, glaube ich, durch, weil... Ja, das sind wieder die Krallen. Weil ich meine, diese ganzen Schockeffekte, in Anführungszeichen, die haben beim ersten Mal schon kaum funktioniert. Die werden jetzt beim zweiten Mal erst recht nicht mehr funktionieren. Ja, da haben wir wieder die schwarze Wand. Wir gehen wieder zurück zum Van. Und da haben wir dieses Viech. Es gibt keine Taste für Sprint. Also ich laufe jetzt eben in dem normalen Tempo. Und wir haben es bis zum Van geschafft, das hatten wir letztes Mal auch schon. Jetzt müssen wir eben wieder hier sitzen bleiben und auf das Auto warten. Na. Irgendwann kommt noch dieser Schrei, oder? Ah, okay. Diesmal haben wir es gesehen, immerhin. Jetzt haben wir gesehen, wovor wir erschrecken sollten. Das ist doch schon mal was. Und jetzt müsste das Auto kommen. Ja. A car. They can get me out of here. Und wir können aussteigen und uns wieder anschauen, wie diese Leute da umgebracht werden. Die Schrittgeräusche klingen überall gleich, egal ob ich auf dem Rasen laufe oder auf dem Asphalt, aber ich meine, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Da hatte ich jetzt nichts Besseres erwartet. Okay, und wir laufen der Frau wieder hinterher. Das war ja richtig, was wir da gemacht hatten. Dann krallen wir uns einfach schnell den Schlüssel diesmal. Vielleicht machen wir noch das Radio aus. Hey, hold up! Oder vielleicht lassen wir das Radio auch einfach an. Ich meine, niemand hat mir befohlen, das Radio auszumachen. Keine Ahnung, was das eigentlich bewirkt, das Radio auszumachen. Ja, also, oh, ich bin an einem winzig kleinen Ast hängen geblieben. Und die Musik wird viel zu laut. Viel, viel, viel zu laut. Ja, ich drücke auf E. Okay. Oh, das war das Spiel. Ja, das war's. Okay, ich meine, es ist kostenlos. Was will man erwarten? Also viel hatte ich jetzt nicht erwartet, aber ich dachte schon, dass es irgendwie ein bisschen länger als 5 Minuten wäre. Ich meine, 10 Minuten dadurch, dass ich... Oder wie lange haben wir jetzt gebraucht? Moment, das Aufnahmeprogramm, wo ist das Aufnahmeprogramm? Schon 13 Minuten hier insgesamt. Na gut, ich habe am Anfang ein bisschen rumgelabert und musste das Spiel zwischendurch neu starten. Ja, also ein Durchlauf dauert keine 5 Minuten eigentlich, ein einzelner. Ja, dann gibt es zu diesem Spiel, glaube ich, wirklich nicht mehr sehr viel zu sagen, außer dass es eben kostenlos ist und da bekommt man, wofür man gezahlt hat. Ich dachte irgendwie, dass dieses Kaninchen noch irgendwie eine Rolle spielen würde. Leider nicht. Schade. Oh, das... Okay, es ist überhaupt kein Riesenkaninchen, es ist einfach ein ganz normales Kaninchen. Das ist nur die Kameraperspektive. Das habe ich am Anfang irgendwie nicht so richtig verstanden. Na gut, dann war es das hier für diese erste Episode von Gratis auf Steam. Und ich hoffe, in der zweiten Episode finde ich irgendwie was Interessanteres. Tschüss und bis dahin, euer Grimdor.